Ja, ich würde gucken, das meddeln wir uns mal rein, würde ich sagen jetzt. Vielleicht erfahren wir was Neues über ihn. Warum er das macht, wieso, ob er Autist ist, aber weiß ich nicht. Wenn Stefan Raab bezahlt ist, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Let's meddle und go. Im Februar wurde Niklas Matthey schlagartig durch eine Reportage bekannt als der Anzeigenhauptmeister, weil er konsequent und gnadenlos jeden Verkehrsverstoß angezeigt hat. Allein im letzten Jahr erstattete er. Er hat also auch immer die gleiche Kluft an, ja. Er hat immer die gleiche Kluft an. Der war vor einer Woche bei uns, hier bei mir in der Nähe, in Merseburg. Er war schweineheiß den Tag. Er ist einfach trotzdem in dieser Kluft rumgerannt, hammerhart. Er über 4000 Anzeigen. In diesem Video wollen wir der Frage auf den Grund gehen, warum der 18-Jährige dies eigentlich tut, welches Chaos er mit seiner Tätigkeit auslöst und ob vielleicht auch eine Krankheit hinter seinem ziemlich ungewöhnlichen Hobby steckt. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich behaupte, da wäre früher im SS-Mantel mitgelaufen, weil das war halt so, es war halt, es hätte dich auch sofort angekackt, wenn du irgendwas falsch gemacht hättest, weil das war halt so recht in Ordnung. Schwierig. Es wird also interessant und spannend. Deswegen legen wir sofort los. Let's Obwohl go. der Anzeigenhauptmeister erst seit kurzem öffentlich bekannt ist, setzt er sich schon lange für Recht und Ordnung in seiner Heimatstadt. Ist ein Klamotten, Junge. Oh nee. Oh, irgendwie finde ich es scharf, dass wir in so einer Timeline leben, wo es so jemanden gibt. Irgendwie ist schon krass. Gräfen Hainichen in Sachsen-Anhalt Da ist mein Hund her. ein, wo er im Jahr 2005 auch geboren wurde. Schon als Kind ist Niklas Matthey eher ein Einzelgänger und wird in der Schule von seinen Mitschülern aufs Heftigste gemobbt. Überraschend. Sei überraschend, oder? Wie seine Mutter in einem Interview erzählt, der Schüler reagiert auf die Quälereien seiner Mitschüler, indem er zum Denunzianten wird und gezielt jedes Fehlverhalten petzt. Dabei reicht ihm die Schule als Betätigungsfeld aber schon schnell nicht mehr aus. Im Alter von nur 12 Jahren beginnt er daher damit, Gesetzestexte zu lesen, um zu lernen, was alles verboten ist. Wenn du dich mit 12 Jahren hinsetzt, um Gesetzestexte zu lernen. Ja, scheiß Mobber damals in der Schule. Ihr wisst ja nicht, was er angerichtet habt, Junge. Ist ja für einen Menschen herangezüchtet habt. Alter. Digga. Mit 12? Was habe ich mit 12 gemacht? Digga, ich will wahrscheinlich Mittagsschlaf oder so. Ich habe keine Ahnung. Besonders angetan hat es ihm dabei die Straßenverkehrsordnung. Und so fängt Niklas Matthey als 15-Jähriger schließlich mit Stadtrundgängen in Gräfenhainichen an und schreibt dabei Parkverstöße auf. Der Jugendliche geht in seinem Hobby voll auf. Das ist wie so ein Super-Schurke, der früher gemobbt wurde und deswegen jetzt die ganze Welt zerstören will und ins Chaos stürzen. Digga. Das ist doch nicht der Weg, Junge. Und betreibt es mit größter Sorgfalt und riesigem Zeiteinsatz. Denn weil er auf seinen Touren in Warnschutzkleidung und seinem Fahrrad mit Polizeischild penibel auf wirklich jede Kleinigkeit achtet und jede Verordnung im Kopf hat, gelingt es ihm, tausende von Verstößen aufzuspüren. Ganz egal, ob jemand falsch parkt, eine abgelaufene TÜV-Plakette oder auch nur ein verschmutztes Nummernschild hat. Niklas erstattet in jedem Fall gnadenlos an. Du, das, also er muss ja auch entweder hochintelligent sein, ja, oder ihm muss das wirklich hart interessieren, diese Straßenverkehrsordnung. Weil sonst würdest du dir den Müll doch gar nicht merken können. Der sagt ja, welches Verkehrszeichen er welche Nummer hat und so ein Blödsinn. Vielleicht auch beides, ja, kann auch sein. Aber Junge, Mensch, setz das doch was Ordentliches ein. Er macht doch irgendwas Medizinisches, Junge. Ich fasse es immer nicht, dass der das als Hobby macht. Das kann nicht sein. Der muss doch bezahlt sein, Digga.
und hat mittlerweile in seiner Heimatstadt rein rechnerisch schon 8% der Bevölkerung angezeigt. Doch auch das reicht dem Jugendlichen mittlerweile nicht mehr. Als Spiegel TV Anfang des Jahres auf ihn aufmerksam, die müssen alle in den Knast. Jeder Mensch muss einmal in den Knast. Das wird sein neues Ziel, ja, werdet sehen. Wird und über ihn berichtet, offenbart er dort, dass es sein Ziel sei, in jeder Gemeinde und jeder Stadt Deutschlands mindestens einen Verstoß anzuzeigen. Ich fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker. Wieso? Und dann? Dass ich dir anzeigen. Kriegt man dann da irgendwie eine Urkunde, dass man das geschafft hat? Oder wird da irgendein neuer Skill freigeschaltet? Oder? Digga, was dann? Das wird ihm ja nicht reichen, da wird der nächste Wahnsinn kommen. Hauptmeister mit seiner Tätigkeit nicht gerade Freunde macht, verwundert wohl niemanden. Neben unzähligen Hasskommentaren im Netz spürt der 18-Jährige, seit er durch Spiegel TV bekannt sich fallen gelassen hat und dann unten schon so ein Handy hat. Du hast doch fallen gelassen, na und? Wurde auch zunehmend im realen Leben das Unverständnis der Menschen und die Wut auf ihn. Und so gab es seit der Reportage schon zahlreiche heftige Zwischenfälle, die seine Mutter in größte Angst um sein Leben versetzen. Unter anderem wurde Niklas Mattay schon kurz nach Ausstrahlung der Doku in einem Regionalzug von Fußballfans zusammengeschlagen. Nur der HFC. Ihm wurde bei dem Angriff sein Handy entwendet und er musste anschließend ins Krankenhaus, wo ihm dann eine Schädelhirnprellung diagnostiziert wurde. Und die Stimmung gegen den 18-Jährigen scheint sich immer weiter aufzuheizen. Also nochmal zu der Story hier in der Bahn. Habe ich nur vom Hören sagen, ja. Da kamen wo Jungs vom HFC aus, von der Auswärtsspiel, meine ich, zurück. Vielleicht war es auch nicht Jungs vom HFC, Fußballfans, lassen wir es allgemein bei Fußballfans. Haben natürlich, wie sie es immer machen, in ihrer Bahn ihre Sticker verteilt. Das machen die Fußballfans halt so. Das ist so Sticker-Krieg, nenne ich es mal, ja. Naja, und ihm ist nichts Besseres eingefallen, als sein Handy zu nehmen. Und das ist ein bisschen, da 20 Leuten hier gegenüberstehst, eventuell hart alkoholisiert, wenn die gerade zurückkommen von dem Spiel. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Gerade erst kürzlich kam es zu zwei gewalttätigen Angriffen innerhalb von nur wenigen Tagen. In Bautzen schlägt ihm ein Unbekannter aus einem offenen Autofenster heraus mit der Faust ins Gesicht, sodass seine Nase anfängt zu bluten, während gleichzeitig über 100 Schaulustige in die Stadt geeilt waren, um den Anzeigenhauptmeister live zu sehen. Ja, das muss ja auch nicht sein, Bruder. Muss dem ja nicht. Weißt du, wenn der im Auto drin sitzt, musst du den ja nicht von außen wie so ein Waschlappen, der du dann nun mal bist, einfach in die Fresse hauen, Junge. Was ist denn los mit dir? Merkst du ja auch, dass der überhaupt kein Kämpfer ist, überhaupt kein Fighter. Also dann kommst du ja cool vor, weil du in die Fresse haust, aber das finde ich auch, weiß ich nicht, das ist so richtiges Waschlappenverhalten, Junge. Solche Leute tragen auch Handschuhe zur Schlägerei, damit sich ihre scheiß Fingernägel nicht abbrechen. In Herford gelang es Niklas Mattay kürzlich, der dort inzwischen in Begleitung von zwei Sicherheitsleuten unterwegs war, gerade noch so einem schlimmen Angriff zu entgehen. Denn als er dort gerade einen Falschparker aufschrieb, rastete nicht nur der Besitzer des Autos aus, sondern auch 20 seiner Freunde wollten auf den Anzeigenhauptmeister losgehen. Er entkam der Situation nur, weil mehrere Sicherheitsmitarbeiter einer nahegelegenen Diskothek ihn retteten. Auch zu Hause ist Niklas Mattay vor dem großen Hass auf ihn nicht mehr sicher. Seine Mutter, bei der er wohnt, berichtet, dass mittlerweile nicht nur massig unerwünschte Kataloge und Pakete zu ihnen nach Hause. Was? Mutter des Anzeigenhauptmeisters schläft aus Angst um ihren Sohn auf dem Flurboden. Wieso? Hä? Ändert das irgendwas? Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Mittlerweile nicht nur massig unerwünschte Kataloge und Pakete. Zeigen, ob Meister Niklas M. mit seiner Mutter, sie hat Angst um sein Leben. Zu ihnen nach Hause bestellt werden. Verstehe. Oder sich Hundekot im Briefkasten befindet. Ja, die ziehen ja auch noch die arme Familie mit rein, diese Vollidioten. Das ist ja das Schlimme. Auch der Keller wurde schon von Einbrechern verwüstet. Kürzlich wurde im Briefkasten sogar ein Handgeschäft.
Ach, wegen Einbrechern. Ach, sorry. Geschriebener Zettel mit der Botschaft: Ich habe eine Bombe im Haus versteckt. Du fliegst heute noch in die Luft. Die Polizei nahm die Drohung äußerst ernst und durchsuchte das Wohnhaus anschließend vom Keller bis zum Dachboden. Auch wenn dabei glücklicherweise nichts gefunden wurde, ist Niklas Matthais Mutter mittlerweile mit ihren Nerven völlig am Ende. Sie schläft sogar auf dem Fußboden im Erdgeschoss, um besser mitzubekommen, wenn Einbrecher in das Haus eindringen sollten, um auf ihren Sohn loszugehen. Ich schlafe auf dem Fußboden im Flur mit einem Baseballschläger. Dann hört man es besser, wenn die Leute hochkommen sollten. Tatsächlich hat sie Angst, dass sie ihn, Zitat, totschlagen, weil er gar nicht mitkriegt, was er da anrichtet. Ganz unrealistisch scheint diese traurige Befürchtung vor dem Hintergrund der gehäuften Angriffe leider nicht zu sein. Das sind ja wirklich auch Vollidioten, die dann auf Gewalt zurückgreifen. Zeigst du einfach öffentlich, dass du ein Vollidiot bist. Das ist wirklich so. Junge, von mir aus, wenn du austickst, nimm den doch das Handy ab von mir aus. Weißt du? Irgend sowas. Nimm den Helm ab, den kannst du bei eBay wahrscheinlich für 10.000 Euro verkaufen gerade. Aber Junge, den in die Fresse zu hauen, der sich garantiert niemals wehren wird, da kannst du in den Kindergarten gehen und da Fenster verdreschen, Junge. Also, bisschen außer Mann dann danach. Und obwohl seine Mutter in größter Sorge um sein Leben ist, lässt Niklas Matthej sich nicht von seinen Plänen abbringen und ist weiterhin deutschlandweit unterwegs. Zwar zeigt er alle Angriffe auf sich an, natürlich, aber in Interviews spielt er sie als harmlos herunter und tut die Übergriffe als Hobbyrisiko ab. Zudem behauptet er, dass er genau wisse, was er tut. Seine Mutter vermutet hingegen, dass er aufgrund von seinen Mobbing-Erfahrungen in der Schulzeit Rache üben will und sich in einem zwanghaften Wahn befindet. Das kann natürlich sein, ja. Dass es so entstanden ist. Aber ich bin kein Psychologe. Es wäre mal interessant. Gibt es hier einen Psychologe auf YouTube, der das vielleicht mal auseinander nimmt? Das wäre nice. Sie glaubt, dass er selbst gar nicht mehr in der Lage dazu sei, aufzuhören und möchte, dass ihr Sohn sich in Therapie begibt, bevor es zu spät ist. Und sie ist bei weitem nicht die Einzige, die glaubt, dass Niklas unter einer psychischen Störung leidet. Viele im Internet vermuten, dass der Anzeigenhauptmeister möglicherweise Autist ist. Die Vermutung hatte ich auch schon, aber Kinder von uns kennt den richtig, ja, keine Ahnung. Bei gewissen Formen des Autismus ist es üblich, dass Menschen bestimmte Spezialinteressen entwickeln und diesen dann in einem obsessiven und zwanghaften Maß nachgehen. Genau das trifft auch auf Niklas zu, dessen eigene Mutter seine Sucht danach, Leute anzuzeigen, als zwanghaft beschreibt und sagt, dass er niemals damit aufhören kann. Ich bin da schon sehr streng. Naja, Gesetz ist halt Gesetz. Gesetz ist halt Gesetz. Weiß ich nicht, wenn das Gesetz an manchen Stellen keinen Sinn macht oder manche Situationen, dann ist das einfach nicht anzuwenden. Das ist, weißt du, meine Meinung ist so. Auch der YouTuber Gordon Kisser, der sich selbst im Autismus-Spektrum befindet, sieht beim Anzeigenhauptmeister viele Anzeichen für eine Störung. Der Ordnungsdrang und der Drang nach Perfektion von Niklas, mit dem er unbedingt dafür sorgen will, dass Regeln eingehalten werden, sei zum Beispiel solch ein Anzeichen. Auch dass Niklas nicht erkennt, welche emotionale Reaktion sein Handeln bei seinen Mitmenschen auslöst, sind starke Anzeichen für eine Autismus-Störung. Zudem zeigen Autisten oft starre und repetitive Verhaltensweisen, halten an bestimmten Routinen oder Interessen fest und haben ein starkes Bedürfnis nach Gleichförmigkeit. Es kann ihnen regelrecht Schmerzen verursachen, wenn andere Menschen sich nicht an Regeln halten. Das beobachtet Gordon Kisser auch beim Anzeigenhauptmeister und vermutet, dass er Parkverstöße quasi... Dynamo, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Den Anzeigenhauptmeister einhauen, wenn er mich. Ja, aber da hast du doch nicht von, Digga. Weißt du, wenn du den. Ja, gucken dir doch an, mit denen es einer reinklopst. Also ich verstehe den Impuls, ja, den ersten, den man hat. Da, klar, bin ich voll dabei. Aber danach, da kommst du doch vor wie so ein Kinderschläger, oder? Also mal ganz übertrieben gesagt. Das ist ja. Er merkt es ja auch wirklich nicht. Er checkt es ja wirklich nicht, warum auch immer. Ich meine, wenn er rauskommen würde, nur mal rumgesponnen jetzt, der wäre von Stefan Raab oder so bezahlt, ja. Dann wär ich aber auch sackig. Das würde mir dann auch auf den Sack gehen. Aber wenn der jetzt wirklich harter Autist ist in der Sache,
Digga, da kannst du ins Krankenhaus kloppen, wie du willst. Da wird er immer weitermachen ohne Therapie. Echt wirklich. Ja, ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich dich nicht verstehe, da in der Beziehung ist. Ja, fühle ich schon ein bisschen, aber Junge, es bringt doch nicht. Wie gesagt, guck dir mal an. Dieses Babyface auch, Junge. Ich weiß nicht, ich könnte keinen reinhauen. Ich könnte keinen reinhauen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich austicken würde, ja. Maske über, weil der ist ja immer mit Kameras und jeder filmt den ja. Den Helm abnehmen, das Handy abnehmen. Am besten noch die Jacke. Und das hier Lumpe dann irgendwie versuchen zu verkaufen. Das wäre mein Weg. Maximus, Grüße, meiner Grüße. Die als Angriff auf sich wahrnimmt und seinen inneren Schmerz mit den Anzeigen dagegen bekämpft. Sein Auch wenn innerer das Schmerz. jetzt alles schon fast nach. Was ist denn hier? Was ist denn da hier für eine Kluft? Was ist denn das? Was ist doch auch nicht seine Hauptkluft? Einer Diagnose klingt, so muss man allerdings auch sagen, dass es auch viele andere mögliche Ursachen für das merkwürdige Verhalten des Anzeigenhauptmeisters gibt. Denn zahlreiche Menschen mit Autismus haben im Internet ebenfalls erklärt, dass der Anzeigenhauptmeister überhaupt keine Anzeichen von Autismus aufzeigt und eigentlich einfach nur ein unfreundlicher Mensch sei, der Aufmerksamkeit will. Auch das kann auch sein. Ich habe auch schon Interviews mit dem gesehen. Da hat er gesagt, ich habe schon zwei, dreimal versucht, so berühmt zu werden. Einmal, da hat er sich bei irgendwelchen Einsatzfahrten einfach mit dem Stuhl hingesetzt auf der Straße und sich die Einsatzfahrten halt angesehen. Deswegen bin ich mir da auch nicht sicher, ob das krankheitsbedingt ist. Weiß ich nicht. Kann auch wirklich jemand sein, der einfach nur Aufmerksamkeit will. Das wäre dann natürlich wieder eine andere Schiene. Dann wäre ich wieder. Ja, Auch Niklas selbst bestreitet, dass er eine Störung hat. Was uns nun noch zu einer anderen möglichen Erklärung für seine Anzeigensucht bringt. Und zwar Geld und Ruhm. Denn es könnte genauso gut sein, dass Niklas all das nur tut, um Geld zu verdienen. Er hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, tritt in Diskotheken auf und macht inzwischen sogar Werbung für Sixt und für ein Modehaus. Auch die Anzeigen bringen ihm zwar kein Geld ein, allerdings hat er sich schon. Ja, aber die Körperverletzung bringt ihm Geld ein. Einiges dazu verdient, indem er Schadenersatz für Beleidigungen gegen ihn forderte. Ach, für Beleidigung kriegst du auch Schadensersatz? Ich wäre reich geworden. Ich wäre reich, Junge, hätte ich das gewusst in meinem Leben. Digga. Ebenfalls ist er auch nicht bei jedem verhasst. Tatsächlich hat Niklas inzwischen sogar sehr viele Fans, die ihn in der Öffentlichkeit treffen wollen, ihn zujubeln und ihn sogar feiern wie ein Popstar. Was auch immer die wahren Gründe für sein Verhalten sein mögen, eine Sache kann man ganz klar sagen. Und zwar, dass der Anzeigenhauptmeister dem Staat Deutschland überhaupt nicht hilft. Denn ja. Auch wenn er fast schon religiös jede bindet viel mehr Arbeitskräfte und Arbeitszeit, als was am Ende rauskommt. Das ist ja das eigentliche Problem. Das ist ja das wirklich eigentliche Problem. Im Prinzip wird er eigentlich durch seine Sache nur berühmt. Und aber so monetär bringt er uns eigentlich gar nichts. Wir müssen sogar noch mehr Geld ausgeben, wir als Steuerzahler, als alles andere. Das Vergehen meldet, dass er sieht, so spart er dem Staat damit kein Geld. Denn anders als der Anzeigenhauptmann. Scheint aber lange Haare zu haben, hä? Hier so. LL, lange Lauten. Ich würde mal gerne ohne Helm sehen. Meister stolz behauptet, bringt er den Gemeinden nicht hunderttausende Euro an Bußgeldern ein, denn nicht. Viele seiner Anzeigen sind völlig unberechtigt. Der Bürgermeister seiner Heimatstadt bezeichnet es sogar als Unwesen. Das Handeln eines Einwohners hat enorme Auswirkungen auf die Verwaltungsarbeit Gräfenhainichens. Nach einem Fernsehbericht erreichen das Rathaus Anfragen und Beschwerden aus ganz Deutschland. Was Niklas Mattei treibt, indem er das Ordnungsamt mit Anzeigen flutet. Unter anderem rief der Anzeigenhauptmeister etwa schon die Feuerwehr, nur weil ein kleiner Zweig auf der Straße lag, alarmierte die Polizei, weil jemand sonntags. Also, sowas müsst ihr dann selbst bezahlen, ohne Scheiß. Also, solche. Seine Hecke schnitt oder fuhr absichtlich die Polizei, weil jemand sonntags seine Hecke schnitt oder. Der hat mega lange Haare. Hast du den schon mal gesehen, Maximus? Irgendwo, irgendwie auf irgendein. Gibt es da irgendein Foto irgendwo? Immer so richtig seiner Haarpracht im wehenden Wind, wo man das so sieht. Er fuhr absichtlich. Ich kenne den halt wirklich nur so hier, nur. So hier mit seiner Kluft, mit seinem Helm, mit seinem.
Mütze, keine Ahnung, was das schwarze Ding da drunter ist. Sichtlich immer wieder Runden im Kreisverkehr mit dem Fahrrad in der Hoffnung, dass ihm jemand die Vorfahrt nimmt und er ihn deswegen anzeigen kann. Von insgesamt 900 Anzeigen in Gräfenhainichen im letzten Jahr führten Ja, Madomena, moin. Alter, ich hab dich voll überlesen, es tut mir leid, mein Engelchen. Ja, ich würde gerne, aber pass auf, ich... Oder? Hab's ja extra unten hingelegt. Ich bin bei 4,3 Gig von jetzt noch 39,6. Also 22% sind fertig, ich weiß halt nicht, wie lange der Scheiß noch dauert. Aber dann wird's natürlich noch reinstarten, na klar. Ist jetzt so, jetzt ist neue Season, oder? Heute ist Tag X, glaube ich. Nur 12 überhaupt zu Bußgeldern. 900 Anzeigen, Junge, und 12 erfolgreicher. Das ist ja eine Trefferquote wie mein Aim. Das entspricht einer Erfolgsquote von gerade einmal 1,3% und insgesamt mageren 380 Euro für die Stadtkasse. Und die müssen sich jede einzelne von diesen Müllanzeigen angucken, Junge. Gleichzeitig waren die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Verhältnis viel höher, was insgesamt dazu führt, dass Niklas mit seiner Arbeit also mehr Schaden anrichtet, als er dem Land hilft. Natürlich. Aber was ist denn eure Meinung zu Niklas? Denkt ihr, der Anzeigenhauptmeister tut das Richtige? Oder habt ihr da eine ganz andere Meinung? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen und seht euch auch gern unser Video über die größten Spießer Deutschlands an. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Also ich fühle ihn auch überhaupt nicht. Ich finde das völlig sinnlos, was er macht. Vollkommener Bullshit. Aber wie gesagt, ich würde halt auch nicht in die Fresse hauen. Also so einen Puls hätte ich wahrscheinlich auch, aber ich würde versuchen einfach nicht. Ah, ich sehe nur Sternchen. Ach scheiße, sind ja keine Links erlaubt oder was in dem Kackchat. Ich bin 14, habe übelst Bock, weil da hat mein Freund angezeigt und der ist wie 18. Wir hätten so Bock, den einer reinzahlen, dass er mindestens 5 Jahre im Bett liegen muss. Ja, aber... Ja, wie gesagt, die Lust verstehe ich, Dicky, aber du zahlst ja im Endeffekt Strafe, ja? Also vorausgesetzt, du hast es keine Maske oder so, ich will jetzt keine Tipps hier. Aber da kommst du ja in Teufels Küche, Digga, Junge. Dann bist du vorbestraft wegen dem Müll, wegen Körperverletzung, eventuell schwere Körperverletzung, je nachdem, was ist, ja. Das ist alles so eine Sache, Junge. Das ist alles so eine Sache. Und am Ende lacht er dich immer noch aus, wenn der wieder gesund ist. Weil, weißt du? Guck immer Anzeigen, ob Meister, Digga, mach ich sofort, ja. Cool. Hätte ich selber drauf kommen können, ja. Anzeigen. Hauptmeister. Haare. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Nein. Nein. Das ist doch Photoshop. Das ist doch Drachenlord. Mit dem zusammen, oder? Hört auf. Echt sein. Ist das echt? Digga, ist das echt? Hört auf. Jetzt will ich aber Vergleichsbilder. Warte, es gibt anscheinend aber nur das eine. Das ist schon. Warte. Gibt's da noch mehr? Das kann. Junge, ich will mich ja nicht anmelden bei dem Müll. Das muss ich mich ja... Ne, jetzt. Ist das wirklich echt? Ich sehe jetzt erstmal keine groben Fehler, die sagen irgendwie Photoshop oder so. Alter, das wäre ja krass. Alter, das wäre ja krass. Haben die hier irgendwelche Kommentare? Rotz. Digga. Was, oh, Finch, ich hab mich gerade übelst erschrocken. Digga, meinst du, das ist real? Müssen wir Play machen. Oh, das ist ein Zusammenschnitt, ja.
Könnte sein, ja, könnte sein. Das war scharf. Das sieht aus wie Drachenlord und Anzeigenhauptmeister zusammen, Junge. Nur von hinten sieht ganz zu missverstanden. Oh nee. Oh nee. Das ist schon scharf, das ist schon scharf. Gib mir. Oh nee.